Was genau ist eigentlich ein Coin? Ja, wir kennen es ja von Bitcoin und auch von anderen Anbietern da draußen. Was meint ein Coin eigentlich genau? Hat sich abgeleitet als Begriff für Bezeichnung für die digitalen Währungen. Coin kommt aus dem Englischen und meint eigentlich einfach nur eine Münze. Aber die digitalen Währungen sind eigentlich keine Münzen. Es gibt hier gar keine geprägten Sachen, aber man kennt sie, man kennt den Begriff Coin. Und Bitcoin wurde eben so genannt von dem Erfinder und deswegen hat sich das so weiter durchgezogen, sodass auch weitere Coins eben so genannt wurden, also weitere Kryptowährungen wie beispielsweise Litecoin, OneCoin und weitere. Also findet man hier sehr häufig, meint einfach nur Münze und steht stellvertretend für Kryptowährungen. Ja, wir sehen uns ansonsten gerne im nächsten Video, beziehungsweise wir haben unser Krypto-Lexikon von A bis Z zusammengefasst, kostenfrei, dann einfach unterhalb von diesem Video hier klicken, dort ansehen, um sich mit den ganzen Begrifflichkeiten vertraut zu machen. Ganz wichtig, dass man hier weiß, wie dieser Bereich funktioniert und dass man hier mehr Sicherheit dadurch erhält. Und ja, freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Bis dahin, euer Thorsten Wittmann.